La 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 la, dies ist eine Testaufnahme. Okay, es funktioniert also anscheinend. Und da das gewünscht wird, werde ich jetzt nämlich einfach nochmal einen Teil von meiner Vorhandstory vorlesen. Ich muss allerdings wieder aufpassen, dass ich nicht zu laut mache, weil ansonsten der Schmusebüschelkopf reinkommt und mich total durchflüscheln wird. Und ja gut, was soll ich denn jetzt lang reden? Also am besten fange ich einfach mal an, aber ich gucke erstmal, ob die Aufnahmedatei kommt. Ja, anscheinend schon. Mittlerweile weiß ich ja auch, dass die Backups nicht gehen. Die Räuber hatten einen Motivationsschub erhalten, da es ihnen gelungen war, Ubaldi zu töten, noch bevor der eigentliche Kampf losging. Doch für die Sturmmäntel galt dasselbe, denn Sabrina hatte durch Urbalis Tod eine jetzt erst recht Mentalität erhalten und die anderen dazu gebracht, diese Mentalität zu teilen. Als Ryu um 7:30 Uhr aufwachte, lief ja schon bald Julia über den Weg und verhöhnte sie: "Ihr habt euren Anführer verloren, jetzt könnt ihr einpacken. Nach Mathe gibt's ein paar, gell?" Da ging die Tür auf und Urbaldi kam rein. Sofort jubelte Julia: "Hurra, du bist doch noch da. Oder wieder? Egal, auf jeden Fall bist du überhaupt da. Zusammen werden wir den Angriff dieser Kaiserlichen abwehren, oder?" Aber Urbaldi stöhnte: "Alduin, Herz rausgerissen, zusammengebrochen, kaiserlichen Ketzer haben ihn zerstückelt." Julia verstand nur Bahnhof. Schnell wurde ihr klar, dass Urbaldi komplett durch den Wind war. Ryu lachte laut: "Hehehehehe, sowas passiert halt, wenn man so ein loser Pseudo-Sturmmantel ist und sich nach Sofngarde schicken lässt. Wir werden das gleiche mit euch anderen Rebellen machen." Auch großer Bär und Wolf kamen dazu und lachten Julia aus. Wolf rief: "Geschieht dir grad recht, Höllenbraut. Hoffentlich stirbst du an AIDS und kommst für einen Monat in die Hölle." Aber da erschienen Lex und Evita, und Lex kündigte an: "Wir werden euch ungläubigen Ketzern schon noch zeigen, wem das Ödland gehört. Wir werden bis zum bitteren Ende kämpfen, um den sinnlosen Tod unseres Anführers zu rächen, und wir werden euch gnadenlos und knallhart niedermetzeln. Betet zu euren falschen Göttern und hofft, dass die Mathestunde lang geht, damit ihr euer unnützes Leben noch etwas länger genießen könnt, bevor ich euch abstech." Und mit diesen Worten schwang er seinen Speer durch die Luft, an dessen Spitze eine tote Maulwurfsratte hing. Wolf entgegnete: "Pah, euch elenden kleinen Königsmörder, rattern wir einfach ab. Du glaubst ja wohl nicht, dass du mit deinem komischen Speer eine Chance hast. Wir haben Feuerwaffen." Dabei fuchtelte er wie wild mit seinem Sturmgewehr herum. Natürlich müsste es irgendwie so machen, dass der Rattersound andauernd kommt. Das ging doch irgendwie. Doch Julia sprach: "Kommt, Sturmmäntel, wir gehen zur Mathestunde. Sollen die Kaiserlichen doch ihre Zeit mit Geräte verschwenden? Wir wissen doch sowieso, dass wir sie alle besiegen werden." Urbaldi kam langsam wieder zu sich. Er lief neben Ryu her, der bald zu seinem erbittertsten Feind werden sollte, und Ryu wollte Urbaldi weiter verhöhnen: "Du weißt doch auch, dass deine Rebellion total sinnlos ist. Nur als vereinigte Räuberklasse können wir die Bedrohung durch die Mofo-Klasse ausräumen, und ich sag dir, die warten nicht einfach nur ab, die greifen uns bald ganz gezielt an. Wenn wir unsere Zeit und Energie aber damit verschwenden, uns gegenseitig abzuschlachten, schwächen wir uns selbst und dann geben die uns den Rest." Urbaldi meinte: "Ja, klar, wenn du das sagst. Moment mal, Mofo-Klasse? Haben die uns irgendwas getan? Ich glaub nicht, warum sollten sie ausgerechnet jetzt?" Ryu schrie: "Wach endlich auf, du Depp-Chef! Du bist derjenige, der hier alles torpediert und verhindern will, dass die vereinigte Räuberklasse der Mofo-Klasse den Garaus machen kann. Wir haben zwar gestern ordentlich Unruhe in River City gestiftet, aber gereicht hat's nicht. Und wenn du dabei gewesen wärst, hätten wir die Mofos platt gemacht. Übrigens ist das der Teil, den ich noch nicht vorgelesen habe, sondern den hat stattdessen der Büschelkopf vorgelesen, und der kann aber bekanntlich nicht hochgeladen werden. Kapierst du es denn wirklich nicht? Die haben bei Friendship Hates auch dein Sturmmantelmädchen Evita abgerattert. Ich würde dir wirklich raten, deine blödsinnige Rebellion zu stoppen und stattdessen zu uns überzulaufen, weil dann können wir..." Halt, Moment mal, was ist das denn? Als Urbaldi sich im Kretaseit-Lagerraum umschaute, fiel ihm auf, dass die Stühle weiter auseinander standen als normalerweise und den ganzen Raum ausfüllten. Er murmelte: "Wird wohl ne Klausur sein." Ryu stieß entsetzt aus: "Das kann die Moira nicht machen. Niemand von uns ist vorbereitet. Wir werden alle Fünfer schreiben. Los, wir müssen ihr klar machen, dass sowas bei uns nicht läuft."
Doch auf einmal erschien Moira auf der zweiten Etage des Raums und schaute vom Geländer herab. Sie rief, »Guten Morgen, wir schreiben jetzt eine unangekündigte Klausur, wie ihr euch sicher schon gedacht habt. Ich bin sehr froh, dass ich euch auf diese Weise foltern kann, weil ich sehr sadistisch veranlagt bin. Setzt euch alle schön brav hin und wartet auf die Aufgabenzettel.« Wolf, der ebenfalls nicht gelernt hatte, entgegnete, »Da mache ich nicht mit. Stirb!« Ohne jede Vorwarnung eröffnete er das Feuer mit seinem Sturmgewehr, von dem jetzt ein Böllersound kommen soll. Na toll, was ist denn das für ein komischer Sound? Soll schon ein richtiges Sturmgewehr sein. Moira erschrak und rief, »Oh oh, das darf ich leider nicht zulassen.« Sie ging in Deckung, sodass Wolf sie nicht treffen konnte, und schon bald kamen Lukas, Sims und Jericho zur Tür rein, um Wolf zu verhaften. Bevor Wolf dies bemerkte, war er auch schon vom Sheriff verhaftet worden, und der Sheriff fragte Moira, was er mit Wolf machen sollte. Moira erklärte mit schadenfroher Stimme, »Oh, der wird wundervolle 45 Minuten in meiner Folterkammer verbringen, und zur zusätzlichen Strafe wird seine Klausur mit 0 Punkten bewertet.« Aufgrund der Handschellen konnte Wolf sich nicht mehr wehren und stieß nicht druckreife Verwünschungen aus, die normalerweise mit Stern, 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 Stern zitiert werden, beziehungsweise zensiert, während er von Moira in die Folterkammer gesperrt wurde. Moira sprach, »Du darfst jetzt meine zuckersüßen Zehennägel genießen, wie sie immer wieder auf deiner Haut kratzen. Viel Spaß!« Als sie Wolf in die Todeskammer einsperrte. Dann ging die Klausur wirklich los, während die Schüler die ganze Zeit scharfe Kratzgeräusche aus der Folterkammer hören konnten. Also zur Erklärung, da ich ja den Teil, wo die Folterkammer zuerst vorgestellt wird, nicht vorgelesen habe. Das sind nicht der Moira ihre eigenen Zehennägel, weil die Moira selber, die hängt natürlich noch in einem Klassenzimmer rum, sondern die gehören einer unbekannten Frau und sind unzerstörbar und unverletzbar. Und aus der Folterkammer kann der Schüler von alleine nicht mehr rauskommen und wird deshalb die ganze Zeit zerkratzt. Mit einer speziellen Wurftechnik warf Moira den Stapel mit Klausuren in die Menge, sodass automatisch an jedem Platz ein Blatt landete, und sie kündigte an, »Ihr habt bis 8:45 Zeit, keine Sekunde länger. Wer schummelt, kriegt eine Note schlechter und 20 Schläge mit dem Stock. Und für diejenigen, die sich nicht genug anstrengen, gibt es Peitschenhiebe.« Da es schon 9:03 war, wegen Wolfs Unterbrechung, hatten die Schüler somit nur 42 Minuten, um möglichst viele Aufgaben zu lösen. Die erste Aufgabe war eine Polynomdivision vierten Grades. Urbaldi rechnete ganz schnell, denn er erinnerte sich nicht mehr richtig an den bevorstehenden Kampf mit Ryu und den Räubern, sondern hatte nur das Rennen zum Tenpenny Tower im Sinn, denn die zweite Stunde am Freitag war Glaubenslehre bei Susan Lancaster. Während die Schüler die ganze Zeit rechneten, lief Moira durch das Klassenzimmer und schaute auf die Blätter der Schüler. Außerdem gab es im Greta-Side-Lagerraum automatische Überwachungskameras, die sofort einen Alarm ausgeben konnten, falls ein Schüler versuchte zu schummeln. Urbaldi war schon bei der zweiten Aufgabe, welche eine vollständige Induktion war, und er überlegte, wie die richtige Formel ging, um es auszurechnen. Ryu stöhnte dagegen und murmelte, »Die Zeit reicht doch nie!« Da stellte Moira fest, dass Jojo alles falsch gerechnet hatte und kündigte an, »Das setzt was, Mädchen. Also, Po, Rücken, Finger oder Brüste, wo willst du's haben?« Jojo entgegnete, »Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe rechnen oder ich verzauber Sie.« Da ging die Alarmanlage los, von der ich leider keinen Sound habe, deshalb mache ich den selber. Ja, ich weiß, es klingt dämlich. Und sofort waren Lukas Sims, Andy Stahl und Nathan bzw. Nathan da. Moira stellte klar, jeglicher Versuch, Zaubersprüche zu benutzen, zählt als Schummeln. Du kriegst eine Note schlechter und weil du es gewagt hast, dich mir zu widersetzen, gibt es Strafverschärfung. 40 Stockschläge und 40 Peitschenhiebe. Jetzt halt still, Kleine, und schrei nicht, sonst werden's noch mehr. Und nun holte Moira ihre hellblaue Peitsche, um laute Schläge knallen zu lassen, für die ich aber leider auch keinen Soundeffekt habe. Weil Jojo die ganze Zeit schrie, schlug Moira noch fester zu. »Watsch! Watsch!« und rief, »Hör auf zu schreien, du kleines Mädchen! Noch einen Ton und ich mach noch was ganz anderes mit dir!« Dann führte sie den nächsten Hieb aus und ließ den sanft weichen Lederriemen an Jojos Rücken abgleiten, sodass jede Menge Blut floss. Jojo schrie vor Schmerz und war den Tränen nahe.
Jetzt kündigte Moira an, du unreifes kleines Mädchen, das, was jetzt kommt, hast du dir selbst zuzuschreiben. Sie entblößte Jojos Beine und schrammte mit ihren hellblauen Blockabsätzen immer wieder entlang, so dass die Haut auf schreckliche Weise zerfetzt wurde und das Blut spritzte in alle Richtungen. Ach so, vielleicht soll ich dazu sagen, dass kleine Kinder unter 18 hier nicht einschalten sollten, weil das, was hier so erzählt wird, das ist schon ein bisschen härter als das, was normalerweise in Kinderbüchern steht. Aber plötzlich brach Moira zusammen und stöhnte, ich kann nicht mehr. Gleichzeitig waren aus der Folterkammer verzerrte Schmerzensschreie von Wolf zu hören. Sims und Nathan waren noch da und halfen Moira dabei, sich wieder in ihren Stuhl zu setzen. Und Sims kündigte an, also gut, Schüler, eure Mathelehrerin hat einen kleinen Orgasmus, aber die Klausur geht trotzdem weiter. Nathan und ich passen auf, dass ihr keine Regeln brecht, bis Miss Braun wieder kann. Jojo wollte sich beschweren und den Lehrern etwas vorheulen, damit diese ihr erlaubten, den Doktor aufzusuchen, doch Sims meinte, Miss Braun wendet lediglich die Erziehungsmethoden an, die nötig sind, um die Schüler im Zaum zu halten. Nur wer fertig ist, verlässt den Raum, keine Diskussion. Als sie immer noch keine Ruhe geben wollte, wurde es aber auch Urbaldi zu blöd, der nämlich bei der dritten Aufgabe war und sich wegen Jojos Gepinse nicht auf die grafische Ableitung der E-Funktion konzentrieren konnte. Daher rief Urbaldi, greifen Sie doch endlich mal durch, Mr. Sims. Jojo wollte sich schon wieder beschweren. Da rief Sims, also gut, Mädchen, das ist jetzt deine letzte Chance. Noch einen Ton und du hast bei dieser Klausur keine Chance mehr. Capito? Sie schrie ihm ins Gesicht, ihr unmenschlichen Kreaturen, lasst mich sofort raus oder ich begehe Selbstmord. Dabei kramte Jojo nach ihrer Pistole und wollte sie sich an den Kopf halten. Aber der Sheriff beschloss, das hat keinen Wert mehr, du bist draußen, komm mit. Ich hoffe mal für dich, dass du genug Geld hast, um die Behandlung zu bezahlen. Bei psychischen Problemen verlangt Doc Church besonders viel. Er führte Jojo nach draußen und ihre Klausur wanderte auf Moiras Ablagestapel, wo sich auch Wolfs Klausur befand, unter der schon eine große rote 6 stand. Moira war mittlerweile auch wieder bei Kräften, schaute sich Jojos Klausur schnell an und murmelte dann noch eine 6. Diese Schüler sind eine Schande. Urbali hatte dagegen schon die dritte Aufgabe gelöst und war jetzt bei der vierten, wo er bei einer logarithmischen Funktion den Mittelwert, die quadratische Abweichung vom Mittelwert und den Erwartungswert berechnen musste. Da Urbali einen grafikfähigen Taschenrechner vom Modell TI-83 zur Verfügung hatte, der von Moira offiziell erlaubt wurde, war diese Aufgabe für ihn ein Kinderspiel. Also kam Urbali zur fünften und letzten Aufgabe. Eine lineare Funktion mit zwei Variablen war auf Stetigkeit, Nullstellen sowie Maxima und Minima zu untersuchen. Schnell tippte Urbali alles in seinen Taschenrechner ein. Und gerade kam Moira an seinem Platz vorbei und flüsterte ihm ins Ohr, das sieht gut aus, vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für diese Klasse. Als Urbali fertig war, gab er die Klausur bei Moira ab. Sie besaß die Fähigkeit, Klausuren in Windeseile zu korrigieren und konnte daher den Schülern beim Zeitpunkt der Abgabe sofort die Note sagen. Und das hätte ich mir damals zu meiner Schulzeit als auch in echt gewünscht. Und in Urbalis Fall sagte sie, Glückwunsch, das ist eine 1,5 und deine restlichen Bonuspunkte reichen gerade so, um es zu einer glatten 1 zu machen. Gut gemacht, Urbaldi. Vor Freude umarmte Urbaldi die sehr hübsche Mathelehrerin, ließ sich kurz ihren rot gefärbten Flauschebüschel ins Gesicht hängen und befühlte voller Freude die Blockabsätze ihrer Lederstiefel, die so liebenswürdig und sanft sind. Moira lachte und sprach, ist ja gut, Urbaldi, du bist ja mal ein Schmusekopf. Du darfst jetzt gehen, wenn du willst. Viel Glück beim Rennen zu deiner nächsten Stunde. Dies ließ Urbaldi sich nicht zweimal sagen und stürmte wie wild aus dem Kreta-Side-Lagerraum heraus. Dann raste er zum Haupttor von Megaton und gab Vollgas. Ryu dachte sich, verflucht, den kriegen wir jetzt schon mal nicht mehr. Die Klausur ging weiter und die Räuber konnten sich so langsam immer schlechter konzentrieren, da mittlerweile schreckliche Schmerzensschreie von Wolf aus der Folterkammer zu hören waren und da wurde Ryu klar, dass sein Freund und Räuberkollege sich im Todeskampf befand. Deshalb rechnete Ryu ganz schnell alles fertig, sodass er seine Klausur abgeben konnte und als Moira ihm nun ansagte, dass er nur eine 3 geschrieben hatte, war ihm dies völlig egal. Ryu langte Moira unbemerkt in die Tasche und klaute den Schlüssel, um dann einen günstigen Moment abzuwarten und ins Hinterzimmer zu verschwinden, während Moira gerade nicht hinschaute. Aber Lex hatte es gemerkt und dachte sich, den kleinen Räuber verpfeife ich gleich. Inzwischen sah Ryu, wie Wolf sich in der Folterkammer wand und schrie, und er war schon ganz blutüberströmt, doch die extra scharfen Zehennägel versuchten, immer mehr Haut zu öffnen und sich am saftigen Fleisch zu laben.
Sofort versuchte Ryu mit seinem Schlüssel die Folterkammer zu öffnen, aber es ging nicht. Wolf schrie, Hilfe, mach das Stern, 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 Stern auf! Doch der Schlüssel wollte einfach nicht passen, und als Ryu es so lange versuchte, kam auf einmal Lex von hinten und stach Ryu mit Anlauf den Speer ins Bein. Jetzt war allerdings auch großer Bär fertig und rief, das ist mir sowas von egal, dass ich eine 5 hab. Schnell raste er auch ins Hinterzimmer und sah, wie Lex gegen Ryu kämpfte. Mit seinem Superhammer zog großer Bär jetzt Lex eins über, sodass der zu Boden ging. Dann versuchte er, das Schloss der Folterkammer abzuschlagen. Allerdings rief Moira jetzt die Bullen, denn sie selbst musste weiterhin aufpassen, dass kein Schüler bei der Klausur schummeln konnte. Und bald kamen Nathan und Lukas Sims, um Ryu und großer Bär zu verhaften. Großer Bär rief, seien Sie vernünftig, Sheriff, mein Freund wird gefoltert und wenn ihn keiner rettet, stirbt er. Sie müssen die Folterkammer öffnen. Aber Sims entgegnete, Miss Brown kann selbst entscheiden, welche Methoden sie anwendet. Sie hat außerdem darum gebeten, dich und deinen Freund aus ihrem Klassenzimmer rauszubefördern, also kommt jetzt schön brav mit, dann ist alles in Ordnung. Widerwillig kam großer Bär mit. Doch Ryu wollte sich widersetzen und Nathan kündigte an, jetzt sei ein wahrer Patriot und geh raus. Wenn erstmal die Enklave hier ist, wirst du dich auch unterordnen müssen, also trainierst dir besser gleich an oder du musst Strafe zahlen. Ryu entgegnete, Pa, das geht mir sowas von am Stern, 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 Stern vorbei und hämmerte mit seinem Schlagring auf das Schloss ein, während die niedlichen Zehennägel in der Folterkammer dabei waren, Wolf auszuweiden. Da wurde er von Nathan verhaftet, aber Tacitus rief, du bewegio zisch! Eine gelbe Lichtkugel traf auf das Schloss zur Folterkammer und dieses zersprang. Schnell zahlte Ryu sein Kopfgeld von 40 Kronkorken und schleppte den tödlich verletzten Wolf zum Doktor. Wenig später war die Stunde um und Moira befahl, Stifte weg und abgeben, sofort. Somit war die Klausur fertig und Moira teilte zunächst sämtlichen Schülern ihre Note mit, dann betrat sie ihre Folterkammer, um das Werk zu bewundern, das ihre Zehennägel angerichtet hatten. Sie schwärmte, wow, so viel wertvolles Blut und so viele wunderbare Hautfetzen. Voller Freude erlebte sie einen weiteren Orgasmus und schnitt sich absichtlich an den Zehennägeln in die Finger. Also, nochmal zur Verdeutlichung. Diese Übertragung ist nicht für kleine Kinder unter 18 Jahren geeignet. Mittlerweile wurde Wolf von Doc Church behandelt, aber auch Tacitus war da und wollte wissen, wie es seiner Freundin ging. Der Doktor erklärte, sie hat nicht genug Geld, deshalb wird die Behandlung bis auf Weiteres ausgesetzt. Übrigens, für jede Stunde, wo sie hier auf dem Patientenbett liegt und mir Platz wegnimmt, kassiere ich 10 Kronkorken. Wenn du willst, dass sie weiter behandelt wird, kostet jede Stunde Behandlungszeit nochmal 100 Kronkorken. Tacitus zahlte dem Doktor 500 Kronkorken, was eine große Menge Geld war, und meinte, wehe Ihnen, wenn Sie mich reinlegen, setzen Sie die Behandlung jetzt unverzüglich fort. Der Doktor war einverstanden und ließ Wolf einfach in seinem Blut liegen, obwohl Ryu für ihn schon 100 Kronkorken Behandlungsgebühr gezahlt hatte. Als Ryu fragen wollte, was das sollte, meinte der Doktor, kümmer du dich um ihn, ich bin jetzt beschäftigt. Aber auch großer Bär war jetzt da, und er setzte seinen Heilzauber ein, um Wolf zu behandeln. Sabrina wurde von Yvara verfolgt, die dauernd mit ihrer Laserschrotflinte feuerte. Aber sie war ziemlich schnell und hatte es schon bis nach Fairfax geschafft, denn das Ziel war der Tenpenny Tower, wo eine Stunde Glaubenslehre auf dem Plan stand. Außerdem gab es freitags am meisten Geld für ein gewonnenes Rennen, nämlich ganze 500 Kronkorken. Sabrina befolgte den Plan, den Julia vorher mit ihr und den anderen Sturmmänteln abgesprochen hatte, um den Angriff der Räuber abzuwehren. Dieser Plan bestand darin, einfach immer davon zu rennen und sich darum zu kümmern, die Rennen zu gewinnen, anstatt sich auf Kämpfe mit den Räubern einzulassen. Allerdings war Fairfax komplett überfüllt mit Rädern, was Sabrina schnell merkte, deshalb lief sie nach Süden und kletterte über Schotter und Geröll. Yvara machte dagegen mit ihrem Geballer, das jetzt intoniert werden soll. Achso, nein, funktioniert ja gar nicht richtig. Yvara machte dagegen mit ihrem Geballer sehr viele Räder auf sich aufmerksam und musste kämpfen, sodass Sabrina verschnaufen und in Richtung Fort Independence weiterlaufen konnte.
Boah, jetzt bloß nicht aus Versehen die Ausnahme beenden. Urbali war schon im Ziel und er war haushoch Erster, aber auch völlig aus der Puste. Da die Platzierung im Moment des Überschreitens der Ziellinie feststand und sich nicht mehr nachträglich ändern konnte, durfte Urbali jetzt tun und lassen, was er wollte. Er musste dringend aufs Klo, also lief er los und wollte sich entleeren, aber als er die Tür geöffnet hatte, konnte er sehr merkwürdige Geräusche hören. Urbali fragte sich, was zum Teufel ist das denn? Ihm fiel auf, dass die eine Kabine besetzt war und aus dieser kamen die Geräusche. Der Urbali befürchtete, dass es sich dabei um einen Ghoul oder eine andere gefährliche Kreatur handelte, drehte er lieber um und wollte stattdessen im Keller aufs Klo gehen, allerdings waren auch dort immer noch die Geräusche zu hören. Doch er hatte Glück, denn dort war alles frei und Urbali wurde auch von keinem Monster überrascht. Großer Bär hatte Wolf jetzt endlich fertig geheilt, sodass sie zusammen losrennen konnten. Ryu war mittlerweile schon vorausgerannt und kam jetzt nach Springvale, wo einige Räder zu sehen waren. Außerdem begegneten ihm Septimus und Erosina, und da die vorher in dem vorgelesenen Teil noch nicht vorgekommen sind, sage ich dazu, die sind aus der Homie-Klasse, die sich auf dem Weg nach River City befanden, denn die hatten ihren Glaubenskundeunterricht bei Bail Bonnie. Und Septimus setzte seinen Sturmgenerator ein, um die Raider zu besiegen. Theoretisch müsste jetzt auch wieder ein Sound kommen, den ich aber dummerweise nicht habe. Ich weiß, was ich jetzt mal mache. Ich öffne mal das Gag und vielleicht kann ich ja mit dem die Sounds besser abspielen. Also so, dass es dann auch richtig rattert. Weil er. In meinem Aimbot-Modus gibt es natürlich die ganzen Waffen, die hier in der Story vorkommen. Und die haben natürlich auch alle Böller-Sounds. Das dauert jetzt allerdings ein bisschen, bis das geladen ist. Oh nein, es gab einen Fehler. Ich esse in der Zeit mal was. Frage mich, ob man das jetzt hört. Bin ich mal gespannt. Ja, es wird theoretisch also gehen, dass es dann die ganze Zeit böllert. So, verdammt, aber ich muss das Gag dann auch offen haben. Septimus setzte seinen Sturmgenerator ein, um die Raider zu besiegen. Ach toll, dann muss ja das Gag die ganze Zeit offen sein, damit der Sound kommt. Fast wäre auch Ryu getroffen worden und er rief, boah, bist du irgendwie wahnsinnig oder so? Aber Erosina war von der Sturmexplosion erwischt worden und rief, warte, gleich kriegst du ein paar. Während Ryu schon weiterrannte, bekam er noch mit, wie Erosina sich schwer tat beim Kampf gegen den letzten Raider, und als sie ihn endlich besiegt hatte, hielt Septimus ihr seine Hände hin, während sie voller Freude ihre orangenen Mokassins an seinen Blutkapseln abrutschen ließ. Ryu rannte schnell weiter und dachte sich, diese Bitches aus der Homie-Klasse entweihen unser Gebiet. Springvale gehört uns, sie haben da gefälligst nicht alles voll zu bluten. Wolf konnte noch nicht wieder ordentlich schnell oder ausdauernd laufen, daher machte er langsam und hatte Großer Bär empfohlen, vorauszurennen. Großer Bär kam auch bald in Springvale an, doch jetzt kam Sunisha, ein sehr hübsches Mädchen aus der Homie-Klasse, auf ihn zu, die in diesem Teil der Story übrigens zum ersten Mal auftaucht, und platzierte mit ihren festen dunkelblauen Mädchenstiefeln einen überaus schmerzhaften Tritt gegen sein Bein, weil sie sehr nett ist. Großer Bär blaffte sie an, du stinkende Bitch, hau ab, geh zur Reha und stink mit ihr um die Wette. Doch Sunisha griff weiter an und trat sehr fest zu mit ihren Stiefeln, dabei sprach sie, du solltest uns nicht unterschätzen, wir Bitches sind sehr wehrhaft, außerdem sind wir euch Räubern weit überlegen, lest den neuen Zeitungsartikel, den die Reha geschrieben hat. Mit diesen Worten platzierte Sunisha noch einen letzten mädchenhaften Tritt, sodass Großer Bär vor Schmerz in die Knie ging, obwohl er so
obwohl man das eigentlich aushalten muss, aber er ist halt ein Superluschi, und ließ ihre Zeitung vor Großer Bär auf den Boden fallen. Großer Bär fluchte und murmelte, hoffentlich zerstört mal einer der ihre stinkenden Stiefel. Die wären ein Fall für der Moira ihre Folterkammer. Dann wollte er die Zeitung lesen, als von hinten Wolf kam und rief, hat diese alte Stinktante von Narea schon wieder ihren Stern, 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 Stern geschrieben? Zusammen lasen sie die Zeitung und die größte Schlagzeile auf der ersten Seite lautete, heiße Spur im Mordfall River City. Als Untertitel war zu lesen, beherzter Schüler der Homie-Klasse liefert der Polizei den entscheidenden Hinweis. Schnell überflog Wolf den Artikel und konnte nirgendwo seinen Namen entdecken. Die Räuberklasse wurde im gesamten Artikel nur beiläufig erwähnt, mit der Tatsache, dass sich zum fraglichen Zeitpunkt einige Schüler der Räuberklasse in River City aufgehalten hatten. Doch Mr. Black wurde im Artikel als Held gefeiert. Wolf meinte, typisch selektive Berichterstattung dieser eingebildeten Homies und Bitches, die tun so, als wären sie die Größten. Großer Bär stimmte ihm zu, aber echt, die kochen auch nur mit Wasser. Na immerhin hat sie nicht wieder irgendeinen Stern, 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 Stern über uns geschrieben. Wolf darauf, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube eher, dass die restlichen Artikel alle wieder drum gehen, dass wir Versager sind oder so. Und tatsächlich, auf Seite 2 lautete eine Schlagzeile, eskaliert jetzt der Krieg zwischen der Räuberklasse und der Mofo-Klasse. Räuber und Höllenbraut vermasseln Hinterhalt. Die Mofo-Klasse triumphiert mit Uzis und Plateausandalen. Großer Bär stieß entsetzt aus, diese Bitch hat es doch wirklich veröffentlicht, wie die Uvara und ich gestern von diesem Movo David und seinem Medizinermädchen Lara niedergemacht worden sind. Scheiße, das ist echt mal sowas von scheiße, wenn wir denen nur mal so richtig den Marsch blasen könnten. Inzwischen füllte sich das Klassenzimmer im Tenpenny Tower so langsam. Julia war Zweiter geworden, Sabine hatte sich einen dritten Platz gesichert. Jetzt kündigte Sabine an, ihr Sturmmäntel habt zwar diesmal Glück gehabt, aber nach Glaubenslehre werden wir euch wirklich niederstrecken. Ihr werdet einsehen, dass mein Freund die richtige Entscheidung getroffen hat und er wird als Anführer der Vereinigten Räuberklasse euren Aufstand beenden, sodass euch nichts anderes mehr übrig bleibt, als an unserer Seite gegen die Mofo-Klasse zu kämpfen. Doch Julia entgegnete, macht ihr doch nichts vor, Sabine. Euer kleiner Krieg mit der Mofo-Klasse ist sinnlos. Es steht ja heute sogar in der Zeitung, wie ihr versagt habt. Weißt du was? Du trägst da ja ziemlich gute Sandalen. Lass mal fühlen. Sie benutzte ihre Hände, um Sabines Frauensandalen kennenzulernen, die so süß aussehen, und sprach dann, schau dir doch mal die süßen weißen Riemchen an und den niedlichen Blockabsatz, der so schön gegen den Kopf von anderen Personen knallen kann. Die sind wirklich klasse, die haben bestimmt viel gekostet. Wenn du aber hergehst und gegen die Mofo-Klasse kämpfst, machen die dir deine so tollen Sandalen kaputt und das wäre ewig schade drum, so welche kriegst du bestimmt nicht nochmal. Ich meine, du liest ja auch Zeitungen und weißt, dass bei denen dieser Mörder Poco ist und man ihn noch nicht gefasst hat, der würde dir mit dem Messer ganz schnell die Sandalen ruinieren. Oder die Meliria wirft eine Brandbombe drauf und dann sind sie weg. Das willst du doch wirklich nicht, oder? Großer Bär und Wolf kämpften zusammen gegen eine große Horde Supermutanten und Skorpione bei der Metrostation Jury Street, denn sie hatten beschlossen, den langen Weg zu benutzen, in der Hoffnung, dass dieser sicherer war. Mit seinem Superhammer machte Großer Bär viele Gegner fertig und heilte sich immer, wenn er getroffen wurde, während Wolf mit seinem Sturmgewehr erstmal den Sound suchte. Während Wolf mit seinem Sturmgewehr drauf losfeuerte, irgendwie ein bisschen leise ist. Aber da erschienen auf einmal Tigerklaue und Vilja. Sofort flüsterte Großer Bär Wolf zu, die rauben wir aus. Wolf war einverstanden, deshalb zogen sie sich zurück, während die Schüler der Homie-Klasse gegen die Monster kämpften. Und Tigerklaue suchte mal wieder nach einem Sound. Tigerklaue feuerte die ganze Zeit mit seinem Gatling-Laser. Von hinten schlich Wolf sich ran und versuchte, den Geldbeutel zu klauen. Gleichzeitig wollte Großer Bär sich darum kümmern, die Wertsachen von Vilja an sich zu bringen. Doch auf einmal piepte es ganz laut. Und noch bevor Großer Bär reagieren konnte, war die Mine auch schon explodiert und Großer Bär hatte einen Arm verloren. Sofort fing Großer Bär an, seinen Heilzauber zu sprechen, aber Vilja rief, »Ah, du versuchst es also schon wieder? Na warte, kleiner Räuber, jetzt lernst du die Überlegenheit der Bitches kennen.« Und mit diesen Worten feuerte sie eine Granate direkt auf Großer Bärs Füße ab,
sodass Großer Bär besiegt war. Wolf hatte inzwischen den Geldbeutel von Tigerklaue an sich gebracht, aber keine Zeit, um den Inhalt zu zählen, denn er hatte auch gemerkt, dass Großer Bär in Gefahr war und eilte sofort zu ihm. Da sah er, dass Vilja die niedlichen Blockabsätze ihrer dunkelorangenen Frauenschuhe an Großer Bärs Händen abrutschen ließ. Sofort holte Wolf seinen Vorschlaghammer, nahm viel Anlauf und rief Raaah! Mit einem lauten Krachen schlug der Hammer auf Viljas Kopf ein, aber sie hatte es ausgehalten und hielt Wolf den Granatwerfer direkt vor die Nase, um dann abzudrücken. Schnell sprach Großer Bär einen Heilzauber auf Wolf, sodass der die Granatenexplosion wegstecken konnte, doch Großer Bär war selbst voll erwischt worden und verlor seinen Superhammer, außerdem war er endgültig außer Gefecht. Weil Vilja von ganz nah gefeuert hatte, war sie ebenfalls von der Explosion erfasst worden und wollte weghumpeln, aber Wolf hatte immer noch seinen Hammer und rannte ihr hinterher, um sie niederzuschlagen. Da ertönte plötzlich wieder das Gatling-Laserschussgeräusch. Und bevor Wolf reagieren konnte, wurde er auch schon von zahllosen Laserstrahlen erwischt, sodass er ebenfalls seinen Hammer verlor und besiegt zu Boden fiel. Ryu kam jetzt auch endlich beim Tenpenny Tower an und er stöhnte, mein Gott, sind da heute viel Mistviecher unterwegs, diese elenden Köter und Yaui-Gauis die ganze Zeit. Ryu hatte mehrere offene Bisswunden am Körper davongetragen. Jetzt wunderte er sich darüber, dass Großer Bär, Wolf und Tacitus weit und breit nirgends zu finden waren, aber er suchte seine Freundin Sabine und entdeckte sie schon bald im Klassenzimmer, wo die schon anwesenden Schüler darauf warteten, dass die Stunde endlich losging. Da noch etwas Zeit blieb, unterhielt Ryu sich mit Sabine und meinte, nach dieser Stunde müssen wir diese Sturmmäntel dann aber wirklich holen. Jetzt ist ja keine Klausur mehr, also können sie uns auch nicht mehr entkommen, indem sie einfach vor uns loslaufen. Diesmal erwischen wir sie und um den Urbaldi werde ich mich dann ganz persönlich kümmern. Sabine antwortete, du willst diesen Krieg also wirklich fortsetzen? Na gut, wenn du meinst, dann versuchen wir es um 10 nochmal. Ryu wunderte sich darüber, dass seine Freundin nicht sonderlich überzeugt klang, da erschien Julia und erklärte, die Sabine ist schlau im Gegensatz zu dir und hat gerafft, dass ihr euch nur unnötig selber in Gefahr begebt. Mein Rat, lasst das Räubern sein und werdet einfach zu normalen Schülern, dann verschwinden eure ganzen Probleme von alleine. Doch Ryu rief, noch eins von diesem Königsmörder seinen scheußlichen Werken, wo ist dieser elende Urbaldi? Der hat nach dieser Stunde zum letzten Mal Unwahrheiten verbreitet, damit das klar ist. Komm raus, du kleiner Pseudo-Sturmmantel. Urbaldi erschien und murmelte, hä, Ryu, was ist denn jetzt kaputt? Unwahrheiten? Hä? Keine Ahnung, was du laberst. Ryu schrie ihn an, Depp-Chef, haben sie dir irgendwie total das Hirn vernebelt oder hä? Oder hat deine Freundin den falschen Zauber auf dich gesprochen? Du hast mit deiner oberbeknackten Rebellion dafür gesorgt, dass viel zu viele Schüler dauernd einfach irgendeine Scheiße erzählen und das muss aufhören. Nach der Stunde kill ich dich wirklich, diesmal wirst du mir nicht entkommen. Großer Bär und Wolf waren mittlerweile beim Robco-Werk angekommen und hatten außerdem gemerkt, dass Rea ihren gescheiterten Versuch, Tigerklaue und Vilja auszurauben, auch wieder teilweise gefilmt hatte. Großer Bär fluchte die ganze Zeit und Wolf stöhnte, wir müssen einfach wirklich mal besser werden. Wir bräuchten gescheite Knarren und mehr Leute, dann wäre das Rauben wieder leichter, so wie am Montag. Da hat mich zwar die Stern-Stern-Stern-Stern-Stern-Stern-Stern-Stern-Asiatin von Jasmin erwischt, aber nur, weil ich da auch allein war. Wir müssten wirklich unbedingt die Vereinigte Räuberklasse ausrufen und alle gemeinsam auf Raubzug gehen. Also natürlich ohne diesen Urbaldi, aber den Lex und den Pete müssten wir ins Team holen. Großer Bär antwortete, und das werden wir, Wolf. Der Ryu führt den Kampf gegen den Urbaldi und seine Pseudosturmmäntel an, und nach Glaubenslehre kriegen wir ihn ganz bestimmt. Wenn der Urbaldi tot ist, werden die anderen Räuber und ihre Höllenbeute aufgeben, und die elende Evita nehme ich mir dann aber erstmal persönlich vor. Die kriegt ein paar, das glaubst du aber. Nun näherten sie sich dem Tenpenny Tower und mussten vorher noch gegen eine Todeskralle gewinnen, was ohne Nahkampfwaffen schwer war. Und ja, normalerweise geht man mit Nahkampfwaffen auf Todeskrallen los. Doch schließlich einigten sie sich auf eine Sado-Maso-Strategie. Großer Bär stand da und ließ sich von der Todeskralle zerreißen, während er dauernd den Heilzauber sprach. Und Wolf klopfte mit bloßen Fäusten auf die Beine der Todeskralle ein, bis es ihm endlich gelang, eines davon abzuschlagen. Jetzt rief Großer Bär, schnell, wir kommen sonst noch zu spät und die beiden letzten sind wir wahrscheinlich auch.
Also beeilte Wolf sich, doch er kam nicht als Letzter, sondern als 13. ins Ziel und musste theoretisch 125 Kronkorken an Sabine zahlen. Sabine meinte, behalt das Geld, wir sitzen ja schließlich alle in einem Boot. Dies passierte öfters, wenn ein Schüler an einen anderen zahlen musste, mit dem er gut befreundet war. Doch eine Minute vor Stundenbeginn traf auch Tacitus endlich ein und Julia eröffnete ihm, das macht 250 Kronkorken. Tacitus entgegnete, Paar, Sturmmantelbraut, du kriegst nichts von mir. Julia kündigte ihm an, du zahlst oder die Lenker und ich verkratzen dich nach der Stunde. Aber Tacitus lachte nur kurz und drohte ihr, nach der Stunde solltest du zusammen mit deinen Duschensturmmänteln rennen, so schnell du kannst, weil wir werden euch diesmal wirklich kriegen, jeden einzelnen von euch. Wir drehen euch durch die Mangel und machen euch zu echten Kaiserlichen, damit wir endlich zusammen gegen die Mofo-Klasse kämpfen und den Poco, den Senator Anzius und die anderen zur Strecke bringen können. Da mittlerweile alle Schüler außer Jojo da waren, dachte Urbaldi sich, hahaha, die mental unbalancierte Tussi zahlt später aber ordentlich. Nun ging die Stunde los und Susan Lancaster begann zu predigen. Ulfric Sturmmantel ist der Großkönig von Skyrim und führt die Rebellion gegen das gotteslästerliche Kaiserreich an. Alle Kaiserlichen sind Ketzer, denn sie haben vor dem Ansturm des Altmeri-Bundes den Schwanz eingezogen und weigern sich Talos anzubeten, den wahrsten der neuen Göttlichen. Und damit nicht genug. Sie töten wahre Nord im Namen ihres sogenannten Kaisers, Titus Medes dem Dritten, der in Wirklichkeit ein Feigling ist, weil er... Da widersprach Ryu, das sind doch alles ihr Lehren. Hören Sie auf mit dieser falschen Sturmmantelpropaganda. Der Kaiser wird die Rebellion knallhart niederschlagen und alle Aufständischen hinrichten lassen. Doch Lex entgegnete, Pa, wir Sturmmäntel sind im Gegensatz zu euch Kaiserlichen noch echte Krieger vom alten Schlag. Wir beherrschen die Technik des Speerkampfs, die aus Morrowind überliefert worden ist. Hier, guck mal, sowas kannst du nicht. Mit seinem Speer führte Lex demonstrativ einen Rundumschlag aus. Schnell entbrannte eine hitzige Diskussion und Susan konnte die Schüler nicht aufhalten. Die ganze Stunde verging, indem sich die Sturmmantelschüler mit den kaiserlichen Schülern hitzige Wortgefechte lieferten, und Susan war machtlos. Sie ließ einfach alles geschehen, während sie in ihrem Stuhl saß. Aber als es klingelte, rannte Urbali sofort los, wie von der Tarantel gestochen. Ryu schrie, ich krieg dich, und dann siehst du deine heißgeliebten Bastardsturmmäntel in Soffengarde. Natürlich hatte Urbali überhaupt keine Lust, sich mit Ryu rumzuärgern, sondern er wollte das Rennen zurück nach Megaton gewinnen. Denn die nächste Stunde war Bartik bei Leo Stahl. Ryu verfolgte Urbaldi, aber Urbaldi gab Vollgas und als ihm eine große Meute wilde Hunde entgegenkam, rannte Urbaldi einfach durch und ging mit Sprüngen dem Angriffen aus dem Weg, um dann weiterzurennen. Ryu fluchte und jetzt gingen die Hunde auf ihn los, aber im Gegensatz zu Urbaldi konnte er die Hunde nicht so einfach austricksen und musste kämpfen. Während Ryu mit dem Schwert auf die Hunde einhämmerte, zischten Lex und Evita vorbei und Evita rief ihm zu, »Viel Spaß, Herr Tullius! Wir sehen uns dann in Megaton wieder!« Vor Wut schleuderte Ryu lauter Feuerblitze, aber Evita rannte einfach weg. Und es wird jetzt nämlich wieder mal spannend, wer zuerst in Megaton ankommen wird. Tacitus hatte erfolglos versucht, Lenka mit Hilfe von Telekinese-Zaubern aufzuhalten. Er hatte nämlich auf ihre Beine gezielt, um sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Doch sie rannte immer noch mit unveränderter Geschwindigkeit und als Tacitus sie verfolgte, machte es plötzlich BUMM! Tacitus war von einer gewaltigen Feuerexplosion erwischt worden und brannte lichterloh. Er wollte nach seinem Stimpack kramen, da kam gerade Großer Bär vorbei und heilte Tacitus die ganze Zeit. Dann fragte Großer Bär, was hast du gemacht? Tacitus antwortete, die fette Sturmmantelbraut verfolgt, aber die hat Brandminen gelegt. Großer Bär rief, feiges Weib, wenn wir dich kriegen, gibt's aber ein paar. Und rannte los, doch Lenka war mittlerweile längst über alle Berge. Stattdessen kam von hinten Libea und wollte überholen. Und Großer Bär dachte sich, also die Kleine ist aber verdammt nochmal nicht schneller als ich. Da kamen viele wilde Hunde und auch ein Robbohirn, ein Geschützturm und einige Blähfliegen. Und Großer Bär hatte keine Waffe. Tacitus setzte seinen Vorschlaghammer und einen Dornenzauber ein, während Großer Bär ihn immer wieder heilte, da zischte Libea einfach vorbei. Großer Bär rief, verdammt nochmal, heute klappt aber auch wirklich gar nichts. Erst vermasseln der Wolf und ich einen Überfall auf die Bitches von der Homie-Klasse, dann filmt uns diese Oberbitch Rea dabei und jetzt werden wir auch noch von dieser 13-jährigen Kleinen überholt, das gibt's ja wohl nicht.
Was kommt als nächstes? Tauchen jetzt wieder irgendwelche Bitches auf und ziehen uns die Hose runter? Da rief eine Stimme: Hier ist die Bitch. Habt ihr irgendwelche Probleme? Großer Bär drehte sich um und sah, dass es Isolde und Denshi Gasu waren. Er rief: Oh, hi Denshi Gasu, was machst du denn hier? Doch Denshi Gasu antwortete: Paul le Term, no de wants Gagner notre ras. La plus rapide que tout autre ist derrière nous. C'est une occasion unique d'être le premier. Großer Bär schimpfte: Du und dein blödes Französisch. Würdest du bitte wieder dazu übergehen, Deutsch zu sprechen? Aber Denshi Gasu rannte schon weiter. Tacitus hatte jetzt endlich alle wilden Hunde fertig gemacht, sodass er und Großer Bär weiterrennen konnten. Da kamen ihnen schneller alles alle anderen entgegen. Der rief: Hey, ihr Räuber, alles klar? Und wollte vorbeirennen, aber Großer Bär fasste den Entschluss, ihn auszurauben. Er stellte schneller als alle anderen ein Bein, sodass der hinfiel. Dann durchsuchte er schneller als alle anderen's Rucksack und fand im Geldbeutel 200 Kronkorken. Schneller als alle anderen schrie: Sag mal, spinnst du? Ich wäre bestimmt Erster geworden ohne den Stern, 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 Stern. Doch Großer Bär meinte nur lapidar: Danke für das Geld und tschüss. Sag den anderen aus der Mofo-Klasse, dass die Räuber zurück sind und keine halben Sachen mehr machen. Wir sind jetzt wieder auf Erfolgskurs. Schreibt's euch hinter die Ohren. Mercer Frey beschützt uns. Urbali hatte inzwischen abgekürzt und Fairfax gemieden. Stattdessen war er querfeld eingelaufen und hatte viele Maulwurfsratten, Blähfliegen und vereinzelte andere Kreaturen ausgetrickst. Jetzt war er kurz davor, Megatron zu erreichen, als plötzlich Katzo und Zunisha erschienen. Und Zunisha platzierte sofort einen festen Tritt gegen Urbalis Bein. Voller Freude zog Urbali seine Hose hoch, damit seine Beine ungeschützt waren, und sprach: Wow, wie süß! Bitte verzauber mich mit deinen lieblichen Mädchenstiefeln! Dies ließ Zunisha sich nicht zweimal sagen und trat Urbali immer wieder voll ans Bein. Urbali fand die mädchenhaften Tritte sehr spannend und wollte unbedingt noch mehr zusammengetreten werden, und er kriegt gleich in echt einen Orgasmus schon allein vom Vorlesen, als plötzlich Lex und Evita angerauscht kamen. Siedend heiß fiel Urbali wieder ein, dass es ein Rennen gab, also rannte er sofort los und blieb vorne, während Zunisha versuchte, stattdessen Lex mit Tritten zu traktieren, doch der verschwand schnell nach Megaton. Urbali schaffte es gerade so, Erster zu werden, und er rief: Ha, schon zum zweiten Mal Erster! 1000 Kronkorken! Boah, heute werde ich reich! Evita gratulierte Urbali und meinte dann: Unsere Strategie gegen die Kaiserlichen scheint zu klappen. Wir sind denen nicht nur entkommen, sondern gewinnen auch dauernd die Rennen. Vorhin zwei von uns auf dem Podest, jetzt sogar ein Dreifachsieg. Der Ryu wird es nicht schaffen, uns aufzuhalten oder gar zu besiegen. Doch Ryu kam jetzt auch ins Ziel und war Vierter. Er rief: Scheiße, wie schafft ihr das immer so schnell zu sein? Evita erklärte ihm: Wir verschwenden halt unsere Zeit nicht mit sinnloser Gewalt, sondern rennen einfach. Willst du nicht so langsam einfach mal aufgeben? Ryu polterte los: Also jetzt reicht's aber, ihr elenden Sturmmäntel. Zweimal habt ihr es jetzt geschafft, mir zu entkommen. Ein drittes Mal wird's nicht geben. Nach Canterbury könnt ihr nicht einfach durch alles durchrennen. Da müsst auch ihr ab und zu stehen bleiben und kämpfen. Wir werden euch endgültig schnappen und jedem einzelnen von euch den Kopf abschneiden, weil das geht ja wohl nicht, dass ihr einfach mit uns treibt, was ihr wollt. Die Zeit der Spielchen ist um, und das gilt ganz besonders für dich, Urbaldi. Allerdings wusste Urbaldi immer noch nicht so genau, was Ryu von ihm wollte. Deshalb versuchte Evita es ihm zu erklären: Der Ryu will all unsere Leben riskieren für so einen komischen Kampf gegen die Mofo-Klasse, weil die angeblich eine Bedrohung sein sollen. Und du hast gestern beschlossen, dass wir da nicht mitmachen. Du bist somit der Anführer der Rebellion und die Räuber sind unsere Gegner. Urbali meinte dazu: Wirklich? Das habe ich gestern gesagt? Also ich weiß nur noch, dass ich in Zoffengarde war und lauter kaiserliche Ketzer rumgewuselt sind, die den Alduin abgeschlachtet haben. Die Mofo-Klasse eine Bedrohung? Also das glaube ich aber kaum. Von denen hat schließlich keiner einem von uns wirklich was getan. Dagegen der Wolf und der Ryu sind mittlerweile gefährliche Killer. Ryu hielt Urbali sein Schwert direkt vor die Nase und kündigte an: Nach der Stunde wirst du ganz genau erleben, was ich wirklich für einer bin, du Pseudo. Du wirst bald endgültig nach Zoffengarde wandern und für viele Wochen nicht mehr wiederkommen. Es sei denn, du gibst jetzt sofort auf und rufst deine blöde Rebellion zurück, schließ dich uns an und bekämpfst deine Sturmmäntel. Das ist deine letzte Chance.
Aber Urbali antwortete, das ist doch alles ein Haufen Blödsinn. Uns gegenseitig abzuschlachten wegen so einem Nix, lächerlich. Also ich mach da nicht mit. Was sollen denn die von der BOFO-Klasse bitteschön so Schlimmes getan haben? Bei denen sind doch lauter tolle Mädchen, wie die süße Goldmarie mit ihren lieblichen Mädchenstiefeln, die so gern gegen einem sein Bein knallen können, die erotische Meliria mit ihren flauschigen Blockabsatzstiefeln, die unglaublich viel Haut verschrammen können, und die niedliche Miss Heskill mit ihren sehr begehrenswerten Stöckelschuhen, die sie einem auf den Kopf draufklopfen kann. Und die Typen, okay, der Marzius und der Senator Anzius sind zwar vielleicht Fieslinge, aber denen kann man doch einfach aus dem Weg gehen, wenn sie gerade betrunken sind. Übrigens, mal so nebenbei bemerkt, ich habe heute Nacht tatsächlich vom Marzius und dem Senator Anzius geträumt. Ryu kam ins Grübeln. Während er so lange überlegte, schlug Urbali vor, vergessen wir doch einfach das Ganze und gehen später im Casino zocken. Ryu entgegnete, was, du willst dein Geld in New Vegas ausgeben? Das ist doch die absolute Verschwendung. New Vegas suckt nämlich einfach ganz arg. Aber Urbaldi antwortete, Alter, ich habe heute schon 2 Rennen gewonnen. Ich habe praktisch über 1000 Kronkorken. Das ist meine Chance. Wenn ich beim Blackjack 500 einsitze und gewinne, habe ich schon 1500. Und wenn ich verliere, kann ich ja einfach den Rest behalten. Ryu rief, was? Also ich habe eine bessere Idee. Du rückst die 1000 Kronkorken raus oder ich schlitz dich von oben bis unten auf und nehm sie mir dann. Gib mir das Geld jetzt sofort oder ihr setzt was nach der Stunde. Urbali entgegnete, jetzt sei kein so blöder Spinner mit deinen komischen Raubzügen die ganze Zeit. Ich habe gesagt, ich habe praktisch so viel, aber nur theoretisch. Die Jojo war vorhin letzter und ist nicht aufgetaucht. Und wer jetzt letzter wird, weiß ich ja noch nicht. Aber später hole ich mir das Geld dann von denen. Wenn du unbedingt rauben willst, dann raub doch in New Vegas. Da hängt eh nur immer nur der ENC rum und den stört's ja mit Sicherheit nicht, wenn er weniger Geld hat. Ryu überlegte und stöhnte dann, ach was soll's, das ist doch alles nutzlos. Mach du von mir aus deine Rebellion, ich raub dann halt später eins von den Casinos aus. Mittlerweile waren schon einige Schüler angekommen und gerade kam auch Wolf rein und hatte Ryus letzten Satz mitgekriegt. Wolf fragte Ryu, du hast doch jetzt nicht etwa vor, uns die Kaiserlichen zu verraten, oder? Ryu antwortete, halt's Maul, Wolf, du hast mir nichts mehr zu sagen. Wolf rief, also jetzt bist du aber endgültig draußen, du elender Stern-Stern-Stern-Stern-Stern-Stern-Verräter. Erst machst du hier voll einen los von wegen Sturmmäntelkillen und so, und jetzt tust du auf einmal so, als wäre der Stern-Stern-Stern-Stern-Stern-Urbali dein bester Freund, oder hä? Also damit eins klar ist, der Tacitus wird dich dafür rauswerfen, und zwar für immer. Du wirst kein Räuber mehr sein. Der große Bär, der Tacitus und ich, wir sind die einzig wahren Räuber. Wir wissen wenigstens, was wir uns selbst für Ziele gesteckt haben und verfolgen die auch weiterhin. Und dann werden wir dich, den Urbali und die ganzen elenden, harten Mofos und stinkenden, wohllüstigen Mädchen alle gemeinsam auslöschen und nach Soffengarde schicken. Keiner von euch wird uns im Weg stehen, und wenn wir erstmal gewonnen haben, rauben wir auch noch die Homie-Klasse mit ihren stinkreichen Bitches bis auf den letzten Kronkorken aus. Ryu entgegnete, Pa, du bist ja vielleicht mal gestört. Weißt du, dass mir das ja mal sowas von am Arsch vorbeigeht, dass ich für euch kein Räuber mehr bin? Ich brauche euch eh nicht. Und hier wird diese Aufnahme jetzt erstmal zu Ende sein, weil wenn es zu lang geht, dann kann man sich wahrscheinlich irgendwann einfach nicht mehr konzentrieren. Also, Fortsetzung folgt in einem neuen Video.